Der Generalmajor Mohammad Mansur, der Begründer der katarischen Geheimdienstes, enthüllte einige Geheimnisse über die Pläne von Al-Hamdin gegen die arabischen Brüder in den Nachbarländern und bestätigte, dass die herrschende Gruppe ihre Brunnen im Gebiet Jebel Dochan illegal gegraben hatte, um das Öl des Hawar-Gebiets in Bahrain zu erwerben. Und doch hat die Richter Manamas auf den Hawar-Insel aufgrund falscher Behauptungen und gefälschter Dokumente verlistet und auf internationale Schiedsverfahren zurückgegriffen, um die Errichtung der umstrittenen Region zu kontrollieren. Und am 19. Jahrhundert 1986 kam es zu einem Streit zwischen Katar und Bahrain über die Seegrenzen zwischen ihnen und der Souveränität einiger der Inseln und ihre Verwaltung durch einige Al-Khalifa-loyale Stämme. Und in dieser Zeit wurde der katarische Geheimdienste beauftragt, um einige historische Belege vor der Abhängigkeit der Hawar-Inseln von Katar zu erbringen. Deshalb erklärte sich Kapitän Jaber al-Marri freiwillig zu dieser Aufgabe und er behauptete, dass er diese Leitfaden anbieten kann. Und er hatte bereits um Erlaubnis gegeben, um nach Bahrain zu gehen. Und kehrte 4 Tage später zurück und behauptete, dass er Beweise für 4 Millionen amerikanischen Dollar erhalten hat. Und die Geschichte bezügte den Terrorismus der Regierung von Katar. Und im Jahr 1994 erließ der Internationale Gerichtshof ein Urteil über den Grenzstreit zwischen Bahrain und Katar, in dem ausdrücklich die Annahme der Position Bahrains und der Nachweise der Fälschung von Dutzenden von Dokumenten durch Katar festgelegt wurde. Und im Jahr 1999 stellte der Internationale Gerichtshof fest, dass Katar die Dokumente aufgegeben hatte, die von einigen Gerichtsexperten beweisen wurde, dass es geschmiedet wurde und Katar wird die politische und die sicherheitspolitische Souveränität von Bahrain zerstören. Und nicht nur diese Verletzung des Legitimitätsrechts von Bahrain, sondern unterstützt die terroristischen Organisationen bei den Unruhen in Bahrain im Jahr 2011 Jahrhundert.